Hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Informationsvideo zu Forza Horizon 4, gerade in Bezug auf die Multiplayer-Folgen und vielleicht auch schon einen kleinen Ausblick auf die Multiplayer-Folgen in Forza Horizon 5. Das Ganze mit mir, dem Ray, hier auf dem Pixelhelden-Kanal. Wie du sicherlich weißt oder jetzt sicherlich erfahren wirst, ist es ja so, dass bei unseren Multiplayer-Folgen prinzipiell jeder hier aus der Community teilnehmen kann. Man muss allerdings ein paar Sachen mitbringen und da haben wir vor einiger Zeit sogenannte Einstellfaden ins Leben gerufen. Wie das Ganze funktioniert, das verlinke ich dir auch mal direkt hier in die Videobeschreibung. Da habe ich vor längerem schon mal ein Informationsvideo dazu gemacht. Das ist eigentlich auch immer noch aktuell. Da hat sich eigentlich im Wesentlichen nichts verändert. In diesem Infovideo möchte ich eher mal darauf hinweisen, dass es eben wieder Einstellfaden gibt. Die gab es nämlich eine ziemlich lange Zeit nicht mehr. Des Weiteren möchte ich darauf hinweisen, dass alle Formate, die wir machen im Forza Horizon 4 Multiplayer, mittlerweile ein neues, geupdatetes Regelwerk haben oder überhaupt mal ein Regelwerk haben. Das Ganze kannst du auch nachlesen. Das Ganze ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Also da kannst du dich auch mal gerne ein bisschen austoben. Und ja, prinzipiell, um da einfach mal einen Punkt zu fassen, ist es so, dass ich dir in diesem Infovideo einfach nochmal darauf hinweisen möchte. Hey, wenn du schon immer mal Bock hattest, eben in so einem Multiplayer, ja, Abend mit dabei zu sein, dann ja, kannst du das jetzt wieder tun. Wie gesagt, das Einzige, was du mitbringen musst, ist halt der erfolgreiche Abschluss dieser Einstellfahrt. Und sicherlich fragt sich jetzt natürlich der ein oder andere Zuschauer auch, gerade vielleicht die neuen Zuschauer, warum eine Einstellfahrt, warum so ein Riesenprozedere machen, einfach am Abend da sein und los geht's. So haben wir das früher immer gemacht, in Horizon 2, in Horizon 3 vor allem. Und dort war es allerdings so, dass es immer wieder mal Probleme gab, dass der eine halt eine schlechte Internetverbindung hatte oder halt eine ziemlich schlechte Mikrofonqualität, was halt für eine Aufnahme eher störend war. Und viele andere Dinge einfach, was einfach diesen Aufnahmeprozess zum Teil sehr, sehr, sehr verzögert hat. Im Extrembeispiel gab es mal, da haben wir uns um 19 Uhr getroffen und die eigentliche Aufnahme ist erst um 23 Uhr gestartet. Also derzeit hätten wir zwei komplette Aufnahmen fertigen können, wenn alles ein bisschen schneller gegangen wäre. Und deswegen haben wir diese Einstellfahrten ins Leben gerufen, um einfach solche, ja, Vorab-Prozedere einfach schon mal auf einen anderen Termin zu verlagern. Man holt sich da quasi ein Abzeichen ab, dass man halt quasi geprüft wurde, ready zu sein für eine Multiplayer-Folge. Das klingt alles natürlich extrem, ja, bürokratisch und mit extremen Anforderungen. So kompliziert ist es nicht. Ich glaube, jeder, der diese Einstellfahrten schon mal gemacht hat, erfolgreich gemacht hat, kann auch bestätigen, das ist kein Hexenwerk. Da nimmt man sich einmal Zeit, dann holt man sich das Ding ab und dann ist gut. Und dann hat man auch relativ schnell die Chance, auch bei so einer Folge dabei zu sein. Wie gesagt, ab jetzt sind auch diese Einstellfahrten wieder da, gerade in Bezug auch auf das neue Regelwerk. Und da würde ich mich halt natürlich riesig freuen, wenn viele neue Leute auch jetzt nochmal in den letzten Wochen und Monaten von Horizon 4 das Ganze wahrnehmen. Denn, und da komme ich jetzt auf den Punkt in Bezug auf Horizon 5, und das ist sicherlich auch interessant für all diejenigen, die schon eine Einstellfahrt hinter sich haben oder eben noch jetzt machen wollen. Und zwar wird es so sein, dass wenn man diese Einstellfahrt gemacht hat, wenn man sich dieses Abzeichen verdient hat, dann hat es auch Vorteile, gerade in Bezug auf den Start zu Horizon 5. Denn wir werden natürlich versuchen, so früh wie möglich in Horizon 5 auch Multiplayer-Folgen umzusetzen. Welche Formate, wie und wo, das muss man dann natürlich gucken. Aber wir wollen natürlich von diesem Prinzip, dieser Einstellfahrten, nicht weggehen. Und deswegen halt einfach die Überlegung oder der Gedankengang, dass all diejenigen, die sich das natürlich in Horizon 4 verdient haben, dass das nicht verfällt, sondern dass natürlich gerade diejenigen auch eben in Horizon 5 direkt am Anfang mit dabei sein können. Und all diejenigen, die eben dann halt noch nicht sowas haben, die halt erstmal hinten angestellt werden müssen, weil ja, wir können halt nicht direkt im neuen Teil Einstellfahrten machen. Also der Prozess, neue Einstellfahrten abzuhalten, ist dann doch nochmal ein anderer, wie dann Multiplayer-Folgen aufzunehmen. Müsst ihr jetzt nicht verstehen, warum und wieso das so ist. Was ich einfach nur mitteilen möchte, ist, man hat auf jeden Fall schon mal Vorteile oder beziehungsweise es macht jetzt schon Sinn, auch noch in Horizon 4 sich eben dieses Abzeichen zu verdienen, auch wenn man erst in Horizon 5 so richtig durchstarten möchte mit uns in den Multiplayer-Folgen. Wer da jetzt das nicht so ganz versteht, warum das so ist und warum das so komplex ist oder wie auch immer und das aber trotzdem wissen möchte, der kann mich gerne mal drauf ansprechen. Aber ich glaube, das würde jetzt den Rahmen dieses doch kurzen Infovideos ja, sprengen. Nehmt es einfach mal so als gegeben hin. Glaubt uns, wir machen uns schon sehr viele Jahre die Arbeit mit diesen Multiplayer-Folgen. Und ich glaube, das merkt man auch. Ich glaube, diesen Aufwand betreibt niemand
auf YouTube oder überhaupt. Und ich glaube, deswegen hat sich das auch Ganze schon bewährt. Das mag für den einen oder anderen am ersten Moment vielleicht unfair erscheinen oder komisch erscheinen, aber das hat schon so alles seinen Sinn. Und deswegen, ja, möchte ich dich einfach nochmal, um da auf den absoluten Schlusspunkt zu kommen, nochmal einladen. Hey, nimm sehr, sehr gerne teil an den kommenden Einstellfahrten, die da sind. Termine findest du in der Terminübersicht. Da sind immer wieder neue Termine jetzt auch eingetragen, auch alles in der Videobeschreibung verlinkt. Ich würde mich einfach riesig freuen, wenn wir nochmal gerade auch gegen Ende von Horizon 4 ein paar neue Stimmen hören und vor allem halt auch, dass du auch schon mal direkt Bescheid weißt, dass du in Horizon 5 dann auch von Anfang an damit direkt durchstarten kannst. Falls du jetzt aber zu denen gehörst, die sagen, hey, Horizon 4 kommt für mich jetzt nicht mehr in Frage, ich werde erst mit Horizon 5 durchstarten, ja, da muss ich jetzt halt leider sagen, da musst du dann halt ein bisschen Geduld mitbringen. Ich weiß nicht, wie schnell wir Einstellfahrten umsetzen können dann in Horizon 5. Ich hoffe, dass wir das innerhalb des ersten Monats einfach auf die Kette kriegen. Aber das kann ich jetzt noch nicht sagen und noch nicht versprechen. Deswegen, ja, da musst du dann einfach ein bisschen Geduld mitbringen. Es ist eher jetzt, versteht es eher als Service jetzt schon mal, dass man halt auch das schon früher hinbekommen kann, wenn man halt in Horizon 4 schon unterwegs ist. So, jetzt habe ich, glaube ich, auch viel um den heißen Brei drumherum geredet. Aber wir haben ja auch eine schöne Fahrt jetzt hier mit dem 488 Speziale gesehen. Von dem her ist es ja auch nicht verkehrt, ein bisschen was vom Spiel zu sehen. Ansonsten, ja, lasse ich dich einfach auch gerade mit dieser Schlusssequenz, sage ich jetzt mal, noch alleine mit der Schlussfahrt. Und dann, ja, würde ich sagen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wie schon mehrfach erwähnt, ich freue mich auf euch ja, in den Aufnahmen. Und nimm fleißig teil an den Einstellfahrten. Und dann bis dann. Ich wünsche dir einen wunderbaren Resttag und dann hört man sich bestimmt in den Multiplayer-Folgen oder in den Let's Play-Folgen von Forza Horizon 4 wieder. Mach's gut, bis dann. Ciao!